sollte rund 50 Millionen Menschen vertrauen. Alles auf Rot-Weiß setzt der OFC und natürlich auch die Fans sind gekommen, beziehungsweise sie strömen immer noch herbei zum allerersten Training. Trainingsauftakt, das ist traditionell etwas Besonderes in Offenbach und man sieht es schon hinter mir. Hier geht's richtig rund, die Mannschaft steht hinter der Mannschaft, die Mannschaft der Fans nämlich. Wie haben Sie es denn geschafft, Ihr Kind so früh zum OFC zu erziehen? Das ist ganz aus Zufall gewesen. Er war beim Leistungszentrum, hat da mitgemacht, ist jetzt gefragt worden und spielt jetzt künftig bei der U10. Das heißt, so in 6, 7, 8 Jahren sehen wir den eventuell im Kickerstadion? Wäre toll, natürlich. Wünschen wir uns. Oh, also ihr seid OFC-Fans und jetzt geht's endlich wieder los. Jawohl. Endlich richtigen Fußball, die EM. Die kann einem ja wirklich überhaupt nichts geben, oder? At Kickers. Okay, und wie sieht's aus jetzt? Bist du schon wieder gut gestimmt? Ja, wir freuen uns schon auf die neue Saison. Mal gucken, wie es so verlaufen wird. Aber ich denke mal, mit unseren 4 Neuzugängen und was jetzt hier da formiert wird, dass das schon was werden könnte. Du bist auch OFC-Fan? Jawohl. Danke. Und alles auf Rot-Weiß, oder? Jawohl, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall schon bei uns eine Gruppe, haben wir zusammen schon gesammelt, haben auch ein Paket geholt. Ja. So ist brav. Sehr gut, ja. So, das ist also auch ein Kickers-Fan, hallo. Alles auf Rot-Weiß? Was? Ich glaube, er hat ja gesagt. Ja. Ihr seid auch alles auf Rot-Weiß eingestimmt? Aber natürlich, selbstverständlich. Und wie sieht's aus jetzt für die kommende Saison? Schon wieder die Depression überwunden? Aber auf jeden Fall. Wir gucken nach vorne. Dauergarten sind bestellt und vorwärts geht's. Alles auf Rot-Weiß. Und hier sieht man schon, hier wird alles auf Rot-Weiß gesetzt. Natürlich. Sogar die Haare? Ja. Aber das Weiß fehlt? Das kommt noch. Kommt noch? Ja. Ja, und was geht mit den Kickers? Alles gut. Ja? Guck. Alles wird gut? Alles wird gut. Wir spielen eine geile Saison. Und jetzt gab es ja ein paar Neuzugänge. Bist du soweit zufrieden? Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Deswegen bist du ja hier. Gell? Genau, deswegen sind wir hier. Dann wollen wir genau hin. Ich guck. Unsere 4 Neuzugänge sind jetzt hier bei uns. Vielleicht erstmal eure ersten Eindrücke zum Training heute? Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, war auch gut anstrengend und war schon mal ein guter Einblick jetzt auf das, was noch so kommen wird. Das heißt, auch direkt Eindrücke zum neuen Trainer gesammelt. Was kannst du dazu sagen? Ja, das Training hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das bin ich aber auch von Oliver Reck gewohnt, den kenne ich noch von damals und ja, mir sehr gut gefallen. Der erste Eindruck war sehr gut. Erstes Training heißt dann auch immer gleich erster Eindruck der Mannschaft. Wie sieht es da aus? Fühlt man sich da wohl? Ja, klar. Super aufgenommen. Alle 4 Neuzugänge, denke ich, alle können das Gleiche behaupten. Super Mannschaft, super Truppe und ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Wie gefällt es dir denn generell so in Offenbach, Co? Super, sehr gut. Also Offenbach, eine schöne Stadt? Ja, schöne Stadt. Training anstrengend? Sehr müde. Was kann man sonst noch so sagen? Was glaubt ihr, was für Ziele kann man sich für die kommende Saison stecken? Gut, wir haben jetzt wahrscheinlich 9 Punkte Abstand, mit denen wir in die Saison starten. Also denke ich erstmal, dass wir die so schnell wie möglich aufholen sollten und dann mal schauen, wie weit es dann noch so geht. Aber ich denke, erstmal soll es das Ziel sein, jetzt die 9 Punkte so schnell wie möglich aufzuholen. Trotzdem, auch trotz dieser 9 Punkte Abzug, merkt man ja schon, dass eine gewisse Euphorie im Umfeld herrscht. Es war ja so, dass heute um die 500 Zuschauer, wurde mir zugetragen, da waren. Wie nimmt man sowas als Spieler auf?
Ja, überragend. Also ich denke, trotz der Situation jetzt die Loyalität der Fans zu spüren, ist eine geile Sache, auch für die Mannschaft. Das spornt einen dann nochmal extra für die Saison an und dann, holt man nochmal extra Punkte raus und gibt nochmal mehr. Okay, dann geht es am Samstag weiter, wenn ich richtig unterrichtet bin im Testspiel. Da freuen wir uns auf euch alle. Erste Trainingseinheit nach der Sommerpause ist zu Ende. Haben Sie schon erste Eindrücke sammeln können von den Neuzugängen speziell? Es sind zumindest mal angekommen einige. Ne? Nein, es ist, nach einer Trainingseinheit kann man nicht ganz so viel sagen. Was ich sagen kann, dass alle sehr bereit, wach sind, da sind auf dem Platz. Das heißt, sie haben sich gezeigt. Das wollten wir auch sehen, dass die Jungs in jedem Training die Möglichkeiten haben, sich zu präsentieren. Gerade die jungen Spieler, die aus der A-Jugend dabei gewesen sind. Und der Kader ist ja noch nicht vollständig, nur ich glaube, dass wir auch heute bei einem Training schon das eine oder andere sehen konnten, was Spaß macht. Okay, wie sieht es denn mit dem Fitnessstand aus? Hat die Mannschaft sich an die Sommertrainingspläne gehalten? Was ich sehen konnte, ja. Wenn selbst Theo sich daran hält, dann ist das schon mal ein positives Signal, weil Theo immer so ein kleiner Schlendrian, was sowas betrifft. Nein, Spaß beiseite. Also mein erster Eindruck ist, dass sie das gemacht haben und das ist aber Voraussetzung, um fit und gut in diese Saison zu starten. Wir haben ja jetzt noch knapp 5 Wochen Zeit, um die Vorbereitung fortzuführen und das werden wir tun. Die Mannschaft wird auf einem guten Stand sein am ersten Spieltag und dann wollen wir mal weiterschauen. Sie haben ja gerade schon die A-Jugendspieler angesprochen. Sind das Spieler, die sich in der letzten Saison empfohlen haben? Sonst wären sie ja nicht hier dabei, wenn sie sich nicht empfohlen hätten. Ne? Also all unsere Jungs, die hier in der A-Jugend, die uns empfohlen worden sind, lassen wir ein paar Tage mittrainieren, einfach um zu schauen, in welchem Stand sind sie, wie weit sind sie, wo ist da vielleicht noch Entwicklungspotenzial und das versuchen wir rauszukitzeln. Als Fan natürlich immer hören, wohin kann es mit dieser Mannschaft gehen? Ich denke, Sie sagen ja, die Mannschaft ist noch nicht komplett, aber trotzdem vielleicht so ein erster kleiner Ausblick? Das ist noch viel zu früh, da irgendwie Statements abzugehen. Schlussendlich geht es ja auch darum, mit welchem Rückstand müssen wir starten in die neue Saison. Also wir sollten dieses Jahr bescheiden, was unsere Mittel anbetrifft, reagieren auf unsere Zielsetzung, aber bestimmend auf der Art, wie wir auftreten und das wollen wir tun. Gut, trotz der 9 Punkte Rückstand und dieser noch ein bisschen ungewissen Zukunft kann man auf jeden Fall schon eine Euphorie im Umfeld spüren. Heute rund 500 Zuschauer wieder da. Das stärkt einem doch schon irgendwo den Rücken und bekräftigt einen in der Aufgabe. Das ist uns auch bewusst, dass die Fans hier in großer Leidenschaft dabei sind und auch mit dieser Spendenaktion 190,10 hat man ja gezeigt, alles auf Rot-Weiß, inwieweit sie bereit sind, da auch mitzugehen und das müssen wir auch zurückzahlen mit Leistung, mit Tatendrang, mit Mut und mit Begeisterung und das verlange ich von meiner Mannschaft. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön.